Hallo liebe Space KadettInnen, in diesem Video möchte ich euch das Thema Datensicherung unter Linux näher vorstellen. Doch zunächst einige gute Neuigkeiten. Viele von euch haben sich gewünscht, dass unsere Linux-Distribution TuxWiz auch in einer sogenannten Stable-Variante zur Verfügung steht. Bisher war TuxWiz nur als sogenannte Rolling-Version erhältlich. Diese basiert auf dem Debian-Zweig SID, auch bekannt als Unstable, und bietet regelmäßig Aktualisierung. Sie hat den Vorteil, dass du dein Linux-System nicht nach jedem Release wieder neu installieren musst. Wer es allerdings lieber stabil mag oder nicht möchte, dass jeden Tag neue Updates installiert werden können, dem kann ich unsere neue TuxWiz Stable-Version dringend empfehlen. Ihr findet diese hier auf unserer Webseite spacefun.ch in dem Bereich Download. Dort gibt es hier den Knopf TuxWiz und wenn ihr euer Zugangsticket eingegeben habt, dann landet ihr in dem entsprechenden Download-Ordner. Ich habe TuxWiz Stable für TuxWiz in der Mini-Version und in der regulären Version gebaut. Ihr habt also die Wahl. Ich freue mich drauf, wenn ihr TuxWiz Stable ausprobiert und mir berichtet, wie es euch damit geht. Doch nun zurück zum eigentlichen Thema. Es geht ja um Backup. Zunächst möchten wir dazu ein eigenes Laufwerk vorbereiten. Wir ändern sehr viel an unserem Linux-System und möchten ja sicherstellen, dass unsere Daten auch regelmäßig gesichert werden. Da macht es wenig Sinn, die Sicherung auf das gleiche Laufwerk, auf dem ich arbeite, zu erstellen. Das heißt, ich sollte ein externes Laufwerk für die Datensicherung nutzen. Ich habe hier ein relativ großes externes USB-Laufwerk. Es gibt mittlerweile aber auch ganz große USB-Sticks, die ihr dafür nehmen könnt. Und die sind gar nicht mal so teuer. Ich habe jetzt also dieses Laufwerk und möchte das jetzt an meinem Computer einbinden. Um zu erkennen, wie das Laufwerk hier unter Linux überhaupt erkannt wird, kann ich mir den folgenden Befehl aufrufen. Ich gebe im Terminal den Befehl sudo dmesc-w-t an. Das haben wir schon mal gelernt. Mit dmesc kann ich mir den Kernel-Ring-Puffer anzeigen lassen und -w, das verfolgt die Ausgabe und -t zeigt die Ausgabe in einer vom Menschen lesbaren Zeitformat an. Jetzt wird dich nochmal ein Passwort abgefragt und jetzt wird hier schon mein Kernel-Ring-Puffer angezeigt. Hier gibt es jetzt einige Meldungen, die sind von der Firewall Urfee. Wenn ihr die Firewall noch nicht eingerichtet habt, schaut euch unbedingt mein entsprechendes Video dazu an. Ich hänge jetzt dieses Laufwerk hier an diesem Computer. Und jetzt erscheinen hier bereits einige Meldungen. Ich kann jetzt das mit Ctrl oder Steuerung C abbrechen, denn die wichtigen Informationen liegen mir hier bereits vor. Ich sehe jetzt hier wurde ein Laufwerk angehangen, das ist von Western Digital, heißt Elements 1078. Das ist jetzt hier in dem Augenblick erstmal nicht relevant. Was für uns wichtig ist, ist hier diese Laufwerksbuchstabe. Der wird hier angezeigt. Unter Linux werden die Device-Nodes ja hier unter dev erstellt. lsdev, da gibt es dann die ganz vielen Device-Nodes. Und da gibt es jetzt auch unser dev-sdb. Das ist jetzt neu. Wir möchten dieses Laufwerk jetzt nun als erstes mal vorbereiten. Und zwar für Linux partitionieren und formatieren. Ich gehe davon aus, dass ihr ein Laufwerk habt, das ihr dediziert für Linux verwenden könnt. Denn es ist wichtig, dass dieses Laufwerk auch mit einem Linux-kompatiblen Dateisystem formatiert wird. Und das wollen wir jetzt mal hier gemeinsam machen. Ich möchte jetzt als erstes mal dieses Laufwerk partitionieren. Dazu nutze ich den Befehl cfdisk. Ich gebe hier im Terminal sudo cfdisk devsdb. Wir haben ja jetzt gemerkt, der Laufwerksbuchstabe heißt sdb bei mir. Bei dir kann der ganz anders heißen. Es ist wichtig, dass du den richtigen Laufwerksbuchstaben findest, nicht, dass du deine falsche Partition löscht. Ich gehe jetzt hier also rein. Ich sehe jetzt hier, aha, die hat jetzt ungefähr, ich weiß, die hat jetzt so 1 Terabyte, diese Disk. Das passt also. Und das ist hier mein Laufwerk. Da gibt es jetzt schon eine Partition. Die hatte ich vorher mal mit einem Windows-kompatiblen Dateisystem formatiert. Das möchte ich jetzt löschen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Delete. Und jetzt sagt er mir hier oben, aha, jetzt habe ich hier Free Space. Bisher ist noch gar nichts passiert. Erst wenn ich auf Write, also auf Schreiben drücke, dann wird die Einstellung tatsächlich geschrieben.
Ich kann hier in dem Programm mit den Pfeiltasten die einzelnen Befehle auswählen. Mit Pfeil oben oder unten kann ich auch einzelne Partitionen anwählen. Ich sage jetzt hier mal New für neue Partition erstellen. Jetzt fragt er mich nach der Größe. Ich gebe jetzt hier die ganze Größe an, denn ich möchte ja mein gesamtes Laufwerk als Sicherungslaufwerk nutzen. Ich sage als primäre Partition und jetzt kann ich hier noch einen Typ definieren. Das macht er jetzt automatisch, also der Standardtyp unter Linux ist auch Linux. Ich könnte jetzt aber hier nochmal bei Type nachschauen und sehe hier 8.3 Linux, das passt. Mit Enter kann ich das bestätigen. Jetzt kann ich hier sagen write, also schreiben, muss jetzt hier nochmal yes zum Bestätigen eingeben, damit ich mir sicher sein kann, dass ich die richtige Partition oder das richtige Laufwerk auch erwischt habe. Enter und gehe jetzt hier auf quit. Damit habe ich jetzt schon eine Partition erstellt. Die muss ich jetzt natürlich noch formatieren. Dazu gibt es den Befehl mkfs. Sudo mkfs.ext4, das ist das beliebte Dateisystem unter Linux. Mkfs gibt es für verschiedene Dateisysteme. Ich kann hier mal tab eingeben, dann sehe ich noch ein paar andere. Wir wollen jetzt aber ext4 verwenden. mkfs.ext4. Jetzt sage ich die Device Node, also die Partition. Ich habe jetzt eine erste Partition auf dem Laufwerk SDB erstellt. Das heißt, diese Partition heißt jetzt devsdb1. devsdb1. Da ist jetzt meine neue Partition. Jetzt kann ich der ganzen noch ein Label geben, damit ich die nachher auch schnell wieder erkenne. Also ein Label ist einfach wie ein kleiner Sticker, den ich draufklebe, wo ich sage, ja, das heißt jetzt Backup-Laufwerk. Backup-Laufwerk. Das könnt ihr natürlich so nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr das dann auch wiederfindet. Vielleicht schreibt ihr es euch sogar auf diese Disk außen auch noch dran. Ich sage jetzt hier mal Enter. Ja, das heißt hier, er hat schon ein Dateisystem und ein Label. Ich sage jetzt Proceed Anyway. Da müsst ihr euch halt wirklich sicher sein, dass ihr das richtige Laufwerk erwischt. Eigentlich kann da nicht so viel schief gehen. Meistens, wenn du jetzt zum Beispiel so einen klassischen IDE oder SATA-Laufwerk hast, dann werden die Laufwerksbuchstaben meistens mit DEVSDA ist dann zum Beispiel dein Systemlaufwerk. Heutzutage gibt es aber auch diese NVMe-Laufwerke, die heißen dann ein bisschen anders. Dein externes USB-Laufwerk heißt aber wahrscheinlich trotzdem SDA oder SCB. Da musst du halt mit DMSC genau schauen. So, hier wird jetzt im Hintergrund schon das Journal generiert und dieses Laufwerk jetzt mit dem Ex-Dateisystem formatiert. Das brauchen wir nachher, weil wir möchten das Laufwerk ja dann tatsächlich auch einbinden können. Parallel schauen wir jetzt nochmal, dass ich mit meinem Benutzer dann auch auf dieses Laufwerk zugreifen kann. Ich mache jetzt hier ein neues Terminal-Tab auf mit Ctrl oder Steuerung-Shift-T. Habe jetzt hier ein neues Terminal. Und zwar können wir eine Gruppe verwenden. In dieser Gruppe können wir das Recht geben, auf dieses Laufwerk zu schreiben. Es gibt jetzt hier unter den meisten Linux-Distributionen schon eine Gruppe, die heißt Backup. Das können wir mal schauen. Cat etc group. Diese etc group-Datei, die enthält ja die Gruppeninformationen von meinem Linux-System. Da werden alle Gruppen aufgeführt, die es auf meinem Linux-System gibt. Dazu kann ich euch auch mal ein Video Benutzer und Gruppen unter Linux verwalten empfehlen, wenn euch das genauer interessiert. Jetzt habe ich mir hier diese Datei angeguckt. Ich könnte jetzt wieder pipe grep backup machen. Und jetzt seht ihr, hier gibt es diese Backup-Gruppe. Jetzt gibt es aber auch noch einen kleinen Hinweis, weil ich habe jetzt hier einen Cut gemacht, also ich zeige die Datei an und ich mache dann selber häufig auch pipe grep backup. Eigentlich ist das aber auch unnütz. Deswegen sagt man auch hierzu the useless use of cut, also die unnütze Verwendung des Befehls cut. Denn ich kann mit grep direkt das grep auf die Datei machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch grep backup etc group machen. Das kommt genau aufs Gleiche raus. Ihr seht also, man kann das so oder so machen. Ihr könnt das genauso für euch rausfinden, wie ihr das möchtet. Sauber wäre es auf die Art und Weise. Ich bin aber tatsächlich auch manchmal einfach faul und dann habe ich zum Beispiel schon Cut eingegeben und mache ich einfach nur noch pipe grep hinten dran und bin dann fertig. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Also es gibt jetzt eine Backup-Gruppe und da bin ich jetzt tatsächlich schon drin, weil ich mich vorher dazu hinzugefügt habe. Das habt ihr aber jetzt noch nicht. Deswegen müsst ihr euren Benutzer-Account, in meinem Fall heißt der hier Tux, auch noch zu dieser Gruppe hinzufügen. Also sudo usermod
minus a minus g Backup und dann euren Benutzernamen. In meinem Fall heißt der Benutzer jetzt hier Tux. Jetzt muss ich natürlich hier nochmal ein Passwort eingeben. Diese ganzen Befehle, die packe ich euch auch noch in eine Datei rein und die teile ich dann gerne in unserer Telegram-Community mit euch. Vergesst also nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig auch zu unseren Videos hier aus. Also, ich habe jetzt einen neuen Benutzer erstellt, habe den zur Gruppe hinzugefügt. Ihr wisst ja, wenn man Gruppeninformationen ändert, dann muss man sich eigentlich einmal ab und wieder anmelden, damit die auch wirksam werden, weil der Benutzer erst dann in dieser Gruppe erscheint. Es gibt zwar auch diesen Befehl New Group, der sollte das auch können, bei mir funktioniert er aber nur jedes zweite Mal. Hier im Hintergrund hat er jetzt schon dieses neue Laufwerk, mein Backup-Laufwerk, formatiert. Also ich habe das Laufwerk partitioniert und diese Partition dann mit dem EXT4-Dateisystem formatiert. Jetzt möchte ich mal schauen, wie wir uns das einbinden können. Das habe ich mir hier auch schon mal vorbereitet. Also das ist die Datei, die ich dann mit euch teile. Und zwar kann man hier mit dem lsblk-Befehl die sogenannte UUID des Laufwerks anzeigen lassen. Jedes Laufwerk hat einen eindeutigen Bezeichner, die sogenannte UUID. Die finde ich jetzt hier in dem Fall hier. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel automatisch dieses Laufwerk mounten möchte und das mit SDB1 anspreche und ich habe dann aber aus Versehen noch ein zweites Laufwerk drin, dann weiß dein Computer nicht, welches ist denn jetzt das, was du haben willst und mountet vielleicht das falsche. Deswegen sollte man das Mounten dann über diese sogenannte UUID machen, denn die ist eindeutig für dieses Laufwerk, also für diese Partition. Ich notiere mir die hier also und packe die hier mal in meinen Befehl herein, den ich mal hier vorbereitet habe. Und zwar ist das eigentlich kein Befehl, sondern eine Konfigurationszeile für die Datei etcfs-tab. Dort werden alle einzubindenden Partitionen aufgeführt. Die schauen wir uns jetzt mal an. Sudo nano etcfs-tab. Ja, da ist jetzt zum Beispiel meine Root-Partition, meine Swap-Partition, die sind hier alle schon drin. Hier ist auch noch EFI mit drin, weil ich hier halt ein EFI-System verwende. Und jetzt würde ich hier diese neue Zeile hinzufügen und die erkläre ich euch jetzt nochmal. Also ich habe ja jetzt die UUID mit lsblk herausgefunden und ich möchte das Ganze jetzt nach Media Backup, ich mache es mal klein, Media Backup mounten. Und zwar hat diese Partition den Typ EXT4, wir haben es ja damit formatiert und hier kommen dann die eigentlichen Mount-Optionen. Hier sage ich erstmal, er soll alle Standard-Mount-Optionen verwenden, das heißt Defaults. Er soll es jetzt nicht vom System her automatisch einbinden, sondern mit systemd automount. Systemd ist in der Lage, das Laufwerk beim Zugriff automatisch einzubinden. Das heißt x-systemd.automount. Und dann gäbe es noch ein x-systemd.idle-timeout. Und das setze ich hier auf 60 Sekunden. Und da sage ich, wie lange das Laufwerk nicht verwendet werden soll, bevor es automatisch auch wieder ausgehangen wird. Das ist eine ganz tolle Funktion. Hier hinten ist noch die Reihenfolge, wann ein Dateisystemcheck ausgeführt werden soll beim Booten. Mit 2 sage ich, dass das erst ganz am Ende passieren soll, falls das Laufwerk angehängt ist. Sage ich hier Ctrl-O, Ctrl-X. Diese Informationen habe ich euch hier auch nochmal mit in diese Textdatei reingepackt. Ihr müsst natürlich die UUID anpassen auf eure eigene UUID eures Laufwerks. So, jetzt empfehle ich euch, und das machen wir jetzt auch mal, den Rechner wirklich einmal neu zu starten, damit Systemd diese Information auch tatsächlich sauber einliest. Das können wir hier über das Menü abmelden, Neustart. Ja, hier sind noch die Terminals offen, die kann er jetzt im Augenblick gerne schließen. Ihr habt jetzt also schon mal ein Laufwerk, also ein externes USB-Laufwerk. Das kann zum Beispiel eine externe Festplatte, aber auch ein USB-Stick sein, eingebunden, den mit einem Linux-kompatiblen Dateisystem formatiert und sogar ein Label vergeben. Also jetzt wird dieses Laufwerk standardmäßig schon beim Zugriff automatisch gemountet. Das schauen wir uns doch jetzt mal an. Jetzt habe ich hier mein Backup-Laufwerk. Da ist es. Da sagt er hier oben im Dateisystem Media Backup. Jetzt sehe ich aber hier schon, oh, ich kann hier gar keine Ordner und Dateien erstellen. Das liegt am Folgenden. Wir haben ja noch gar keine Rechte auf dieses Laufwerk. Ich
gehe jetzt mal in Media, CD Media, ls-al. Und ich sehe hier, wenn ihr meine Videos bereits verfolgt habt, dann könnt ihr die Einführung in die Kommandozeile nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da erkläre ich nämlich genau diese Datei- und Ordnerberechtigung unter Linux. Ihr seht auf jeden Fall jetzt hier, dass nur der User root und die Gruppe root in dieses Verzeichnis tatsächlich reinschreiben dürfen. Das möchten wir jetzt natürlich noch ändern. Also dazu mache ich jetzt mal sudo chgrip backup, das ist der Name der Gruppe, und backup heißt auch jetzt dieses Verzeichnis. ls-al. Jetzt sehe ich also, hier darf jetzt auch die Gruppe Backup rein. Aber die darf da noch nichts reinschreiben. Die darf nur in das Verzeichnis reinwechseln. Das seht ihr hier an den Gruppenberechtigungen. Also mache ich jetzt noch ein Chmod 775. Also der Eigentümer und die Gruppe darf lesen, schreiben, ausführen. Der Rest darf aber nur in das Verzeichnis reinwechseln. Backup. Ah, muss ich natürlich mit sudo machen. Ich habe ja noch keine Rechte drauf. So, und jetzt gibt es noch einen tollen Trick, den möchte ich euch noch zeigen, und der ist ganz wichtig, weil damit könnt ihr die ganzen Dateisystemberechtigungen unter Linux meistern. Ich zeige euch den jetzt hier exklusiv bei mir im Video. Und zwar gibt es das sogenannte sgitbit. Das kann man setzen mit sudo chmod g plus s backup. Muss man noch richtig schreiben. So, jetzt habe ich es gemacht. Und jetzt hat sich hier schon was geändert. Seht ihr, hier ist jetzt so ein kleines S mit drin. Und das heißt jetzt Folgendes. Wenn ich jetzt hier in diesem Ordner, ich gehe jetzt da mal rein, CD Backup, eine neue Datei erstelle, der Ordner ist jetzt leer, da gibt es nur ein Lost and Found, weil es eine Disk ist. Ich mache jetzt hier eine neue Datei, sage jetzt mal Touch Test. Dann hält die automatisch, auch wenn ich jetzt als Eigentümer Tux die erstellt habe, automatisch immer die Gruppenberechtigung, also die Gruppenberechtigung Backup zugeteilt. Das heißt, alle, die in der Gruppe Backup drin sind, dürfen dann tatsächlich auch auf diese Datei zugreifen. Und so können wir alle, die in der Gruppe Backup sind, auf dieses Backup-Laufwerk berechtigen. Damit habt ihr jetzt also schon das Laufwerk erstellt und auch eingebunden. Hier ist es jetzt auch, unsere Testdatei. Jetzt kann ich hier auch einen neuen Ordner erstellen. Da ist mein neuer Ordner. Jetzt kann ich hier auch nochmal im Terminal ls-al machen. Und da seht ihr auch wieder Tux, und die Gruppe Backup hat volle Rechte drauf und darf alles in diesem Verzeichnis. So haben wir jetzt das Backup-Laufwerk schon mal vorbereitet und können dann im nächsten Video die eigentliche Backup-Software im Detail anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist nicht so einfach, ich weiß, aber wenn ihr das einmal gemacht habt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das muss man nur einmal machen, danach können wir dieses Backup-Laufwerk immer wieder verwenden. Berichtet mir in den Kommentaren, vergesst nicht, unsere Telegram-Community beizutreten, ich kann es nur immer wiederholen, und probiert unsere neue TuxWiz-Table-Version aus. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und bis bald. Tschüss, eure Leo.